Ja, eingebaut in der Maschine am Himmel ist ein Schübler Impeller DS94. Er leistet 10,5 Kilo Schub bei einer Drehzahl von 28.500 Umdrehungen. Auch hier eine Stromaufnahme von ca. 135 Ampere. Als Regler wird ein YGE 180 oder was Ähnliches verwendet. Akkus 2x7S, je 7 oder insgesamt 7800 mA. Auch hier lassen sich beraten von der Firma Schübler, wenn sie Leistung hat, hohe Geschwindigkeit, dann muss man einfach zu Schübler gehen. So, und dann haben wir eine zweite Maschine jetzt annehmen, eine A10. Das sogenannte Warzenschwein, den suchen wir mal den Kollegen, bevor ich hier weiterrede. Aber vielleicht möchtest du das in Englisch machen, ja? Detlef? Yeah, well, I have the data of the F20, so we have a thrust of 10.5 kilogram. The weight of the Schübler is about 1,250 gram, and there are maximum of 135 ampere, and the speed controller is Yankee GE 180 HV or something like that. The lipos are 2 7S lipos with 7,800 milliampere. So the 12 blade impeller is very efficient and works great and with a great sound. It's not so loud, it's a sound like a turbine. So, dann haben wir als nächstes eine die A10, ich hatte schon gesagt, dies Warzenschwein. Eine A10 EDF von der Firma Skymaster. Spannweite 2,24 Meter, 15 Kilo Abfluggewicht. Aber hier geht es natürlich auch um den Elektroantrieb. Hier eingebaut sind zweimal Vasafen 120-14 Blatt. Und dazu braucht man 2x12S, 6200 mA. Und alle weitere Dinge informieren sich hier bei der Präsentation. Ja, the other model here is an A10 EDF from Skymaster. The wingspan is about 2245 mm with a weight of 15 kg. And he has two power systems inside. These are two Vasafan 120 with 14 blades. And his power comes from two 12S lipos with 6,200 milliampere and with two speed controllers with 180 ampere maximum. Special features are navigation and landing lights. And here's also semi-scale retracts, including brakes. And now he comes in from landing, so you can see it now. Not easy to land, but a great landing, all okay. Your applause.